Na, das war ja vorhin die Gefahr, die ich gesehen habe, wenn ich jetzt anfange aufzustellen, dass ich einen vergesse. Also USB steht auch nicht auf unserer Liste. Normal, alle die städtischen, klassischen Unternehmen stehen nicht auf der Liste. Wir wollen auch keine Anteile am USB verkaufen. Ich habe einen Spruch, der nenne ich mal ziemlich lax, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Und das gilt auch an der Stelle, dass wir in der Tat im Laufe der letzten 5 Jahre auch was VW beispielsweise angeht, dazugelernt haben und dann gesagt haben, jawohl, es gibt bestimmte Dinge in dieser Stadt, die wollen wir durch städtische Unternehmen weiterhin erfüllen. Da wollen wir eben in der Tat auch Herr im eigenen Hause sein. Das ist beim USB sicherlich so eine Erfahrung gewesen mit der gelben Tonne, Einführung der gelben Tonne. Das ist die Erfahrung gewesen. Das war eine Mondes, ja. Ja, das war eine gelbe Tonne, war eine Mondes. Ja, die schlechten Erfahrungen. Er meint, dass die schlechten Erfahrungen mit der Einführung der gelben Tonne, die uns da woanders haben und sagen, das ist schlecht, das ist bei VW, um das auch so zu erwähnen, dass ganz klar geworden ist für uns, dass es eben nicht ein Wohnungsunternehmen ist, das Wohnungen jetzt beispielsweise veräußert, sondern dass es ein Unternehmen ist, das zur Stadtentwicklung in dieser Stadt beiträgt und dass ein Unternehmen, das mit unserem Einfluss zur Stadtentwicklung beitragen kann, für uns ein sehr wichtiges Unternehmen ist. Und deswegen haben wir auch an der Stelle gesagt, das wollen wir an der Stelle nicht mehr verändern. Beides kurze Erklärungen dafür, dass wir jetzt sagen, wir wollen die Anteile in beiden, und in beiden Fällen auch erhalten, so wie wir sie bisher haben. Ja, ich beginne nochmal damit, dass wir nicht alle Anteile an der Gelsenwasser verkaufen wollen, sondern so viel, dass die beiden Städte Dortmund und Bochum 51% haben. Und in dem Moment, wo sie 51% haben, kann keiner kommen und etwas gegen sie an der Stelle entscheiden. Das ist für mich ein ganz zentrales Thema. Wir haben, Aufsichtsräte bei der Gelsenwasser. Die Aufsichtsratsvorsitzende zurzeit, glaube ich, steht neben mir. Und die wird auch Aufsichtsratsvorsitzende bleiben können, oder der neue Oberbürgermeister wird Aufsichtsratsvorsitzende bleiben können. Wird Aufsichtsratsvorsitzende bei der Gelsenwasser AG bleiben können. Und damit hat er so Man muss sich nur, und jetzt geht es fast wieder in eine andere Zeit, man muss sich allerdings auch darüber klar sein, dass Gelsenwasser ein kommunales Unternehmen ist und auch den kommunalen Regeln unterliegt. Und das ist leider momentan auch nicht der Fall. Gelsenwasser macht im Prinzip momentan, was es will, am Rat vorbei. Wir erfahren beispielsweise manchmal, ob Gelsenwasser sich an einer anderen Gesellschaft beteiligt. Wir entscheiden darüber im Rat nicht. Weil momentan der Gelsenwasser-Vorstand sich auf den Standpunkt stellt, wir sind ein Unternehmen, das zwar im kommunalen Hand ist, aber wir unterwerfen uns nicht den kommunalen Regeln. Da sollte man auch mal drüber nachdenken. Und da, glaube ich, ist auch meine Bezirksregierung gefordert, das zu tun und sich dazu zu äußern. Und dann wird sie das auch tun müssen. Und deswegen, glaube ich, ist das viel, viel wichtiger, diese Möglichkeiten, die wir haben, auch mit 51%, wirklich bis zum Letzten auszunutzen. Da sind alle gefordert, das zu tun. Ausnahmsweise lassen wir eine direkte Reaktion von Frau Schulz zu, aber nicht, weil es gerade einen Job angeboten hat. Nein, ich wollte nur was richtig stellen. Als die Städte oder besser die Stadtwerke Bochum und Dortmund damals Gelsenwasser übernommen haben, da war ja die Frage, wie schnell kann man auch Entscheidungsprozesse abwickeln. Und dann ist es ja schon immer eine lange Prozedur, wenn das über die Räte geht. Und deshalb gibt es einen Ausschuss, der sich zusammensetzt aus Vertretern der Räte der Städte, wo gerade bei Erwerb neuer Anteile an anderen Stadtwerken der zusammenkommt und hier dann darüber entscheidet, berät, und das ist auch mit der Bezirksregierung abgestimmt. Ich kann Ihnen das gerne dann mal sagen. Ich fange wieder an. Aus meiner Sicht sind die zentralen Dienste eine Optimierung dessen, was wir uns immer vorgestellt haben. Das heißt, dass dort mehrere Aktivitäten zusammengeführt worden sind, unterschiedlicher Art, und deswegen ist die eigenbetriebliche Einrichtung zentrale Dienste aus unserer Sicht das, was man sich ja auch an anderen Stellen wünscht, was ja jetzt auch bei dem Thema Baubetriebshöfe und dergleichen mehr in eine gleiche Richtung gehen wird. Das ist die Grundaussage zu den zentralen Diensten. Eine andere Frage ist, die ist aber eine generelle und gilt für alle. Wie gehen wir angesichts der einzusparenden 100 Millionen und plus mehr mit bestimmten Dingen um? Ich glaube immer noch, dass es auch im Bereich der zentralen Dienste Optimierung geben kann. Das muss sehr intensiv geprüft werden.
wo das sein kann. Wenn man mal irgendwo ein Stichwort in die Debatte wirft, man könnte beispielsweise den Reinigungsstandard in Schulen oder sowas noch reduzieren, dann ist der allgemeine Aufschrei groß, dass in der Tat gesagt wird, das ist bei Schulen praktisch gar nicht mehr möglich. Insofern wird man auch über ein, wenn man das akzeptiert, dass der Reinigungsstandard in den Schulen momentan schon an einem unteren Level ist, dann wird man an der Stelle auch im Bereich der zentralen Dienste es schwer haben, da noch über Optimierungsmaßnahmen nachzudenken. Aber auch das, da schließe ich mich dem an, was schon an anderer Stelle gesagt worden ist, wird man das konkret prüfen müssen und gucken müssen, wie geht man mit den zentralen Diensten im Detail um. Aber generell stehen die zentralen Dienste für mich nicht zur Diskussion. Ja, ich habe mich auch mit den zentralen Diensten schon länger beschäftigt, denn ich gehöre seit 5 Jahren dem Betriebsausschuss zentrale Dienste an und habe da mitbekommen, dass in den letzten 5 Jahren die Zahlen sich regelmäßig erheblich verbessert haben. Das heißt, hier ist kräftig gearbeitet worden. Was die Reinigungsdienste betrifft, so gibt es einen Vorschlag der Jungen Liberalen, das alles privat zu vergeben. Das ist allerdings von den Jungen Liberalen und kein Beschlussstand der FDP in Bochum. Sondern wir sind der Meinung, wenn dort vernünftige Arbeit geleistet wird, die vergleichbar ist mit privater Arbeit und sie wird in gleicher Qualität abgeliefert, müssen wir daran nichts ändern. Aber gleichwohl müssen auch die zentralen Dienste ihren Konsolidierungsbeitrag leisten. Durch Optimierungsmaßnahmen und vielleicht auch strukturelle Veränderungen muss das Ganze derart optimiert werden, dass wir auch einen Sparbeitrag für den Haushalt der Stadt Bochum bekommen. In einem anderen Bereich allerdings, das ist der Hochbau, muss man sich wirklich fragen, ob da bei den zentralen Diensten noch weiter Personal geschaffen werden muss oder ob man diese Zahlen nicht nach außen gibt an die freien Berufe, die nämlich darunter leiden, dass bei den zentralen Diensten dort in dem Bereich ganz erheblich in letzter Zeit Personal aufgebaut worden ist. Das ist ja eine unsinnige Diskussion, denn wenn gerade auch Reinigungskräfte oder auch andere Berufsgruppen unter einem bestimmten Satz bezahlt werden, zahlt der Staat ja drauf. Das heißt, da zahlt man dann ja wieder. Also was würde ja dann sagen, also, Entschuldigung, jetzt habe ich mich verheddert. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, ohne gesetzlichen Mindestlohn macht das ja alles gar keinen Sinn, weil der Staat zahlt ja am Ende drauf, wenn die Löhne drunter liegen und die Leute von ihrem Geld nicht leben können. Das heißt, das Erste, was wir brauchen, was ich auch nochmal in die Debatte einbringen wollte, ist doch ein gesetzlicher Mindestlohn, wenngleich das auf dem Bochum nicht gerade zu machen ist. Auch bevor das bundesweit so ist, kann man sich in Ausschreibungen daran binden inzwischen. Das ist eine positive Veränderung im Vergleich zu vor ein paar Jahren. Und zum Reinigungsdienst habe ich vor kurzem gelesen, dass die Stadt Xanten ihren Reinigungsdienst wieder selbst durchführt, weil es wesentlich preiswerter ist und weil der Standard bei den Privatwagen unter aller Sau war. Ja.